Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Destiny. Ich bin der Fangamer. Ich möchte euch da jetzt was zeigen, was wir jetzt hier machen werden. Und zwar das Erwachen des Eisernen Lords, Level 42 Story. Das empfohlene Licht habe ich. Knapp. Und mal sehen, wie hier die Mission angelegt ist, da das ja doch Level 42 ist, ob das schwer wird oder nicht. Mal sehen. In den Jahren nach dem Untergang gab es keine Hüter. Es gab nur eiserne Lords. Unsterblich, unerschrocken, kämpften wir, um die Überlebenden einer einst großen Zeit zu beschützen. Es ging um mehr, als aus den Schatten zurückzukriechen. Die eisernen Lords sollten der Menschheit ihre Zukunft zurückgeben. Manche kennen die Legende, doch niemand weiß wirklich, wie die eisernen Lords ihr sicheres Ende fanden. Das musste man mit eigenen Augen sehen. Als Zeugnis. Als Erinnerung. Dass sogar Helden sterben können. Und überleben nicht siegen bedeutet. Nun bin ich der einzige Wächter. Meine Wache währt ewig. Und ich warte auf den Tag, wenn das, was wir gestört haben, erwacht. Die eisernen Lords sind nicht mehr. Doch unser Kampf ist noch nicht vorbei. Das Haus der Teufel ist zurück. Sie durchsuchen Forschungslabore des goldenen Zeitalters im ganzen System. Das ist kein Zufall. Sie haben eine Mission. Zuerst war die Vorhut nicht sonderlich besorgt. Jedenfalls nicht, bis die Teufel sich entschieden, wieder ins Kosmodrom zurückzukehren. Die Teufel verfrachten Ressourcen in ein Gebiet in der Nähe, das schon seit Jahrhunderten still liegt. Eigentlich würde ich sagen, ein Tag wie jeder andere. Außer, dass alle darüber reden, dass Lord Saladin seinen Posten beim Eisenbahner verlassen hat, um sich persönlich um die Situation zu kümmern. Doch statt uns direkt ins Kosmodrom zu schicken, will Saladin, dass wir ein verlassenes Observatorium in den Bergen untersuchen. Seltsam. Klingt komisch, ist aber so. Eine Gefallenengruppe hat den Fellwintergipfel erobert. Wir sind unterwegs, doch wir werden es nicht rechtzeitig schaffen. Du musst das Observatorium am Gipfel sichern. Es ist unabdingbar, dass die Gefallenen auf diesem Berg nicht Fuß fassen.
Na gut. Wenn die Gefallenen sich den Berg hinaufarbeiten, dann ist es ihr Ziel, das Observatorium Vostok zu erobern. Was würden die Gefallenen denn mit einem verlassenen Außenposten wollen? Dinge, die besser begraben bleiben sollten. Ja, das ist auch eine Gondelbahn in deiner Nähe. Nimm sie zum Observatorium hinauf. Das ist auch eine geile Weihnachtsfolge. Wundert euch nicht, wenn ihr die eventuell schon einmal gesehen habt. Hier machen wir was Weihnachtliches jetzt. Besinnliches Geballere. Was für ein Schneegestöber. When the weather outside is brightful. Let it snow, let it snow, let it snow a little. Seit 400 Jahren nicht mehr aktiv. Jetzt schon bin ich wieder ein Stück. Okay. Bei so einem Empfang könnte es eine Spur zu ehrgeizig sein, das gesamte Observatorium absichern zu wollen. Es gibt einen Innenhof im hinteren Teil der Anlage. Wenn du ihn sichern kannst, dann sollte es dir möglich sein, sie bis zu unserem Eintreffen vom Eisentempel fernzuhalten. Moment mal. Eisentempel? Sowie Eisenbanner? Eiserne Lords? Bleib konzentriert. Es steht hier zu viel auf dem Spiel. Oh. Pass auf! Oh ja, das ist eine echt geile Mission. Ich denke, es gibt noch mehr davon. Oh. Mir gefällt diese kleine Metallschachtel nicht mehr. Oh. So einen Treffer können wir nicht nochmal wegstecken. Spring! Alter. Was ich nicht verstehe, wenn es da oben etwas Wichtiges gäbe, warum hat die Vorhut diesen Tempel all die Jahre nicht beschützt? Der Verantwortliche für diese Städte und ihre Geheimnisse bin ich. Oh ja, echt geil, echt genial. Oh. Schön weihnachtlich. Gut, gut. Hier ist der Weihnachtsmann.
Und der bringt viele Geschenke mit, war der auch schön brav. Du weißt schon, dass hier mehr als nur ein paar Gefallene sind. Nur fürs Protokoll. Wir können es uns nicht leisten, dass auch nur einer sich das aneignet, was sich auf diesem Berg befindet. Ja, schöne Kulisse, mal kurz innehalten. So. Oh! Alter, wo sind die herkommen? Alter! Sei vorsichtig. Ich registriere da etwas in unserer Nähe. Ja, Ärger. Ja, der hört mich schon mehr aus. Oh. Fuck, Alter. Das ist eine Art von nachtlichen Frieden. Ja, geh rein. Sevito! Warte! Oh! Sepix Primus? Er sollte doch tot sein. Denke ich mir auch. Oh. Diese Energiesignatur ist seltsam. Stammt nicht von den Gefallenen, aber sie regeneriert sich. Hast du gesagt, dass er sich regeneriert? Töte Sepix-Hüter jetzt sofort! Boah.
das ist, was ich annehme, dann werden ihm die Tempeltore nicht standhalten können. Du musst ihn vernichten, bevor das passiert. Nur kein Stress. Verhindere, dass Sepix in diesen Tempel eindringt. War der immun? Oh, ich habe hier keine Deckung, keine Deckung. Oh, Deckung. Empfange Signale von Verstärkung, die sich unseren Koordinaten nähert. Lad auf, lad auf, lad auf, lad auf. Oh. Oh. Du musst die Stellung auf dem Berg halten, Hüter. Habe ich noch eine? Oh. Nein! Oh. Das war jetzt zu viel. Alter. Kann ich mich nicht wenigstens gut zurückziehen. So könnte es gehen. Oha. Nein! Alter, wo ist er hin? Da. Oh.
In your face, bitch! Wie langsam wird das was? Auch wenn man nicht ewig Munition hat. Oh. Boah, das war knapp. Gleich hat man den. Oha. All der Aufwand nur, um in einen alten Tempel einzubrechen? Auch alte Wölfe beißen noch. Shiro, wie ist dein Status? Ich umkreise den Bereich. Soweit alles okay. Bin gleich da. Gut gemacht, Hüter. Der Tempel ist gesichert. Nun können wir... Shiro, erfasse ihn! Ich empfange gerade... Warte! Mehrfache Treffer nahe des Walls in Sektor 17. Sie attackieren das Sensorenraster. Sie wissen, wo Siva ist. Hüter, geh sofort ins Kosmodrom. Falls Sepix entkommt, haben wir mehr als nur ein Gefallenenproblem. Ja, das war's mit dieser weihnachtlich angehauchten Folge, weil wir im Schnee waren. Voll im Schnee. So war es, so ist es. Und es war wieder eine coole Mission, muss ich sagen. Ich bin der Fun-Gamer. Macht's es gut. Bis dann. Und schauen wir mal, ob wir noch irgendwas vielleicht machen können. Tun wir da so nichts. Nein, passt. Gut, macht's es gut. Bis dann. Und ciao.